übrigens gerade so ein Eichhörnchen rumgelaufen, das hat mich so ein bisschen an dich erinnert. Warum? Warum? So geschlafen. Aber ja. Mega schön, wenn man so rausguckt. Ne? Hast du heute Morgen das Video gesehen? Ja. Krass, oha. Ne? So ging die Sonne genau da auf. Das sah auf den Film. Ne? Schöner Ort hier. Ach, mal ehrlich. Ich hab einfach Stück. Alles wieder hier rauf. Aber jetzt wieder. Ah gut, dann fahr ich heute wieder mit meinem alten Schatz. Boah. Aber schaut mal, was ist das für einer? Hat sich noch ein Hotdog dazu gesellt. Nicht nur einer. Nicht nur. Oh! Seemann hier. Eieiei. Schaut euch die Möhre mal an. Was ist da denn los? Mit Lachgaseinspritzung hier noch. Boah, guck mal hier drin. Ist ja mega geil. Richtiger Mad Max-Style. Guck mal, was wir haben. Ah, ja, das jetzt gerade direkt von uns, das ist der Himmel. Egal, wie viele Riemen jetzt noch reißen, wir sind gesichert. Leute, das ist Mike und ich glaube, man kann Moin. Sagen, du bist praktisch der Erfinder von den Hot Rods. Nicht nur praktisch, du bist es. Das ist richtig. Wie bist du auch gekommen, sowas zu machen? Schnapp zu viel gehabt. Ja, das kann man einfach. Sich so vorstellen. Du kommst hier aus Norderstedt, man hört es auch so leicht. Ja, Hamburg. Unsere Wirkungsstätte ist in Norderstedt. Ja, richtig. Ja, da produzieren wir die Fahrzeuge. Das ist dein eigener Custom-Hot Rod. Was ist da jetzt nochmal alles anders? Also man sieht es ja einfach. Alles, eigentlich alles. Ob das nicht mal die Lampen sind, das Design, der Tank hinten, da habe ich mich mal so ein bisschen ausgetobt. Du bist selbst auch schon mal so Touren gefahren wie wir, ne? Ja, die geilste Tour, die ich bis jetzt gemacht habe, von Kroatien über Slowenien bis nach Italien. Auch richtig geil. Ja. Also durch die Berge, ja, da durch die Pässe. Das hat Laune gemacht. Ja, ja. Das ist schon gut. Und dann bestes Wetter, ne? Ja. T-Shirt-Wetter, kurze Hose. Nicht so wie jetzt, ne? Aber du hast auch dein Schwellhass hier am Start. Ja. Ja, ja, das mache ich, weil ich habe noch meinen kleinen Hund mit. Ja. Und der findet ist das ganz mit? Der findet mit, ja klar. Wie heißt er nochmal? Anton. Anton? Darf ich mir vorstellen, dass Anton. Anton ist schon erfahrener Hotrod-Fahrer. Ja, er liebt es. Das glaube ich sofort. Jetzt hast du gehört, dass wir das hier machen. Was dachtest du zuerst? So ein paar YouTuber wollen da irgendwie auch so eine Tour geile, fahren. Geile Nummer. Ah, sehr ich gut. Ich bin eine andere Generation, ja. Logischerweise hin und her, aber ich bekomme es ja auch mit, was ihr hier auf die Beine stellt, sagen, fantastisch. Das macht richtig Laune. Ja, und deswegen haben auch wir, Laune. Genau, deswegen haben wir auch gesagt, du pass auf, kann nicht sein, dass auf der ganzen Tour, dass ihr da alleine unterwegs seid. Also deswegen haben wir uns heute Morgen dann schnell mal ins Auto geschmissen und wollen euch jetzt mal ein bisschen begleiten. Ja, sehr schön, oder? Machen wir auch. Los geht's, ab letzte Etappe nach Dänemark. Rechts hier. Also wir fahren jetzt gerade nach Norderstedt. Rechts. Ja. Tschüss. Nee, warte, entschuldige mal. Rechts, du musst hier rechts. Also was? Du musst hier rechts. Nee, da sind wir wohl schlecht abgebogen. Weil das Ding ist, ist heute 1. Oktober und mein Handyvertrag ist irgendwie einfach ausgelaufen. Wir haben kein Internet mehr. Also das Top-Navigator Felix von der Lahn mit Longboard-Tour-Erfahrung fällt aus. Jetzt navigieren die und du siehst ja, was da läuft. Falsch sind sie gefahren. Kommen gar nicht mehr zurück. Mike fällt noch. Da guck du da, ich guck da. Und dann treffen wir uns gleich hier. Ist ja schlimmer wie Micha. Gefunden! Da ist er! Juhu! Ist er geblieben? Ja, das hieß zurück. Ja. Und dann fährt man so lange zurück, bis man einen sieht. Ja. Und ich hab keinen gesehen. Das passiert, wenn man keinen Navigator mehr hat. Willkommen in diesem Landstein, wo sich Zeit und Erde. Und wir sind in Dänemark.
Erster Eckstoff! Wir sind im Rode angekommen! Rode! Ey, wir sind einfach am Strand mit dem Auto! Felix, weißt du, was das Beste ist, was man am Strand machen kann? Mit dem Auto? Donut? Mach mal! Und dann krieg ich Ärger! Mach einfach, komm weiter, geht's! Gefahren sind. Aber vielen, vielen Dank für euren ganzen Support bei der ganzen Tour. Vielen Dank an Hortmann Fahren in Köln vor allem, denn die haben, die Jungs haben uns die Autos hier ausgeliehen und machen das möglich, dass wir selbst hier durch den Sand rüberfahren. Also wenn ihr mal in Köln seid, ey, leiht euch so ein Ding aus. Link ist in der Beschreibung, Hortmann von Köln. Und dass das Laune macht, das habt ihr, glaube ich, gemerkt in den letzten Folgen. Also danke nochmal an San Point, die das ganze Ding ja auch noch mitgesponsert haben, spontan. Danke an Sena, die haben uns hier die Kommunikationssachen gegeben. Sehr geil. Und der Helm haben wir von Polo bekommen. Also, danke, danke, danke. Ja, wir sagen